Aber nicht nur im ZDF ging die Post ab. Nein, auch in der Silvesterausgabe vom NDR Bingo. Ach, ihre Gebühren. Das norddeutsche Hollywood. Ich sag mal so, die haben mal wieder gezeigt, wo der Spaßhammer hängt. Ich bin eine Rakete. Eins, au! Zwei! Drei! Bingo! Wir nehmen uns jetzt alle mal einen Moment und denken über diese Bilder nach. Ich sag's Ihnen, das ist wie moderner Jazz. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Weil ich frage mich immer, die gucken sich doch ihre Sendung selber an. Wie sitzen die auf der Couch? Sind die da stolz? Oder sitzen die in der Duschtasse und sagen, runter mit dem Dreck, runter. Ich meine, ich mach's hier ja wenigstens für Geld, aber die? Nee, was kriegen die beim NDR? Ein Schaf oder keine Ahnung. Eine Pudelmütze, ich weiß es nicht. Aber auch bei RTL gab es zum Jahreswechsel was ganz Besonderes. Und zwar eine ganze Woche lang Wer wird Millionär Spezial. Und da gab es 3 Millionen Euro im Jackpot. Und da ist es natürlich echt wichtig, den richtigen Telefonjoker zu haben. Ne? Da brauchst du jemanden, auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Andreas, welches Unternehmen flog in den letzten beiden Jahren zweimal aus dem DAX raus, kam dann aber wieder zurück? War das Beiersdorf oder war das Adidas? Also, ich meine, das wäre Adidas gewesen, aber mit 50%iger Sicherheit. Ich finde, er hat uns ein gutes Stück weitergebracht. Ne? Denn wir wissen jetzt alle, der Mann ist sich zu 100% unsicher. Das ist gefährliches Halbwissen, meine Damen und Herren. Ich würde total gerne mit dem mal ins Casino gehen, weil ich glaube, wenn der Roulette spielt, der setzt die gleiche Summe auf Rot und Schwarz. Und dann kommt die Null. So, für die Schlauen unter uns, die richtige Antwort war übrigens Beiersdorf. Er hat recht gehabt. Bisschen mehr selbstbewusster Mensch. Ja. Dann bei der WDR-Lokalzeit. Das war auch, da gab es ein bisschen Verwirrung. Da wollte ein Studiogast eigentlich einen abschließenden Satz sagen. Den Satz hat er aber nicht so gefunden. Und dann wollte er ihn nachliefern. Und den hat er vom Timing her perfekt nachgeliefert. Da ist eine ganze Menge Glasmalerei. Und das Keveler hat, was die Kunst angeht, immer seine Ausstrahlung bis jetzt gehabt und wird sie auch weiter behalten. Und das hat auch bei Familie Rathermann geklappt. Und jetzt, ab Sonntag, ab dem Wochenende, können sich alle die Kunstsammlung angucken. Vielen Dank, Herr Hohl, für Ihren Besuch hier bei uns. Ja, das hier, das mag ich ja auch total. Am Rhein sitzen oder spazieren gehen, dann Schiffe gucken. Herr Hohl, Sie laufen hier weg. Schönen Abend Ihnen noch. Sind wir noch dran? Wir sind noch drauf. Ich sag Tschüss. Machen Sie es gut. Ich werde Ihnen sagen, sollen der Niederrhein sagt Dankeschön. Das machen wir aber hiermit noch. Der Niederrhein sagt Dankeschön. Das war Herrn Hohl nämlich ganz wichtig, dass die Kunstsammlung an den Niederrhein gekommen ist. Vielen Dank und Ihnen und Ihrer Frau eine gute Heimfahrt. Danke für das Gespräch. Großartig. Das ist großartig. Das ist mit Herz. Ich finde es so schön. Nicht der Niederrhein sagt Dankeschön, wir sagen Dankeschön. Und zwar an Herrn Hohl, weil das war ein ehrlicher Moment. Ja, dafür muss man sich auch mal Zeit nehmen. Weißt du, da ist nicht alles aalglatt und professionell. Nee, Herr Hohl wollte noch was sagen und sagt, nee, ich wollte noch was sagen. Und deshalb, ich finde, wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Lieber Herr Professor Hohl, ich glaube, das spreche ich jetzt für uns alle. Wir alle möchten Ihnen die Möglichkeit anbieten, diesen Fehler zu korrigieren. Mein Angebot, kommen Sie hier zu mir in die Sendung und dann sagen Sie hier auf der Bühne, nehmen Sie alle Zeit der Welt, dann sagen Sie schön Danke im Namen des Niederrheins. Jederzeit, also zumindest Mittwoch, kommen Sie zu uns, Herr Hohl, Ihre Bühne. Ja, und wenn Sie, liebe Zuschauer, bitte, wenn Sie, liebe Zuschauer, auch Herrn Professor Hohl hier sehen möchten, schreiben Sie unter dem Hashtag Hohl. Hohl muss zu TV Total. Hashtag Hohl, ab zu TV Total. Danke, das ist wichtig. So, dann gab es ein Jubiläum, wir hatten was zu feiern. Und zwar
40 Jahre Aktuelle Stunde beim WDR. Ja, ja. Ich habe auch noch ein Hangover. Wir haben so gefeiert, haben wir. Und bei dem Jubiläum oder bei solchen Jubiläen, da denken ja gerne die Moderatoren, kommen wir mal was Verrücktes. Ja, wir sind mal crazy. Und da haben die sich einfach in exakt die gleichen Klamotten wie die Moderatoren von vor 40 Jahren geschmissen. Das müssen Sie sich mal angucken. Das ist der lockere, stylische Look von damals. Das ist original. Mhm. Ja. 1983 sahen die Moderatoren und Moderatoren ebenso aus. Hier ein Beispiel, die Modeikonen Sigi Harreis und Werner Sonne. Habt ihr es jetzt am Kopf oder sehen Sie auch zwei vollkommen unterschiedliche Bilder? Es sieht genauso aus wie damals. Bis auf die Farbe, die Klamotte, den Schnitt, das Material und generell der Stil. Aber hey, genau wie damals. Das Erschreckende ist, ne, vor allem hier, die von vor 40 Jahren sehen jünger aus als die zwei Karnevalisten von der Bad Taste Party rechts. Aber gut, schöner Versuch WDR, schöner Versuch. Das neue Jahr beginnt und das heißt natürlich auch, die FDP feiert ihr drei Königstreffen. Ich war auch nicht da. Und das bedeutet natürlich auch, Demonstranten stören die Veranstaltung und Christian Lindner will wieder gewohnt witzig sein. Und was ich sehr schön finde, aus dem Nichts kommt da einfach eine lässige Moderatorin um die Ecke und fasst das Ganze perfekt zusammen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, ihr wolltet euch festkleben. Ja? Nehmt viel Kleber, denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden sonst behindern. Ja. Wow, witzig. Der Lindner macht mir zu viel. Der macht zu viel mit Banken, auf Sylt rum. Jetzt will er noch Stand-up-Comedian werden. Weißt du? Klimaaktivisten, kennst du. Soll der sein lassen. Übrigens, den können Sie jederzeit sehen. Der Quatsch Comedy Club feiert ja in Berlin Premiere mit seinem Soloprogramm. Der Quatsch Comedy Club ist dieses Gebäude mit der Kuppel. Da hat der Lindner eine Soloshow. Grandios. Mhm. Tickets gibt's nicht. Volker Wiebrecht, das ist auch einer von den Coolen aus dem Dritten. Und da hat er einen rausgehauen, ja? Oder etwas. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber urteilen Sie selbst. So, finalmente ein kleiner Stoßseufzer mit Blick auf die Wetterkarten. Die haben immer, fahren die noch mit Spaß zur Arbeit oder sagen die? Da hat wohl einer einen Wetterfrosch im Hals. Kann ich einen Tusch? Ja, wir müssen es langsam warm machen. Die Session ist im Gange. Der Seufzer des Tages. Ja. Oder er wollte einen auf Lindner machen. Das kann natürlich auch sein. Wow, witzig.